Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Wir sind hier an dieser Stelle und wollten eigentlich gerne da hinten irgendwie zu dem Schiff, aber da kommt man nicht hin, weil das nicht am Steg liegt. Jetzt haben wir vielleicht irgendwo was übersehen. Ich glaube, wir waren im linken Bereich auch noch nicht so richtig. Hier waren wir schon, oder? Sieht zumindest so aus. Hier ist keine Tür, ne? Nein. Das ist die Nachricht von mir selber, Sackgasse. Ich hoffe, ich hatte recht. Hier waren wir ja. Hier waren wir ja überall schon. Oh, was ist das? Ein Schalter und eine Glocke. Entschuldigung. Die Lampen auf dem Schiff gehen an. Oh, und es fährt zurück. Und es scheint Schraubenantrieb zu besitzen. Und ein Zug kommt auch noch. Und es ist durch die Wand gefahren. Dark Souls, was machst du nur für ein Mist mit uns? Ups. So. Dann kommen wir ja doch noch weiter hier. Mal gespannt, was da kommt. Ach, ich dachte, da schießt einer. Das waren meine eigenen Schritte. Genau, erstmal wirst du erledigt, Kollege. Leck Arsch. Das war knapp. Oh. Das war wirklich sehr knapp. So habe ich das. Habe ich mir das aber nicht vorgestellt. So. Was? Da oben steht noch einer. So. Jetzt steht er nicht mehr. Das kann man nicht benutzen. Das auch nicht. Aber hier war eine Tür. Kiste? Nein. Ist das eine Kiste? Nein.
Oh, oh. Ein Nebel. Wir holen uns Hilfe. So. Ich hoffe, Flakons haben wir noch 0. Super. Und es sind keine Hilfen da. No. Will mir keiner helfen? Nicht so aus. Warte ich jetzt eine Sekunde noch? Ich gehe nochmal. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter raus. Es ist möglich, dass die Sachen erst auftauchen, wenn man sich ein bisschen weiter entfernt. Hier ist doch zum Beispiel einer. Fehlgeschlagen. Okay, Phantom wird gerufen. Und da ist er. Ja, wollen Sie loslegen? Ja, komm. So. Holla, wer bist du denn? Super, Schwert in Gefahr. Und Schwert beschädigt. Gut, damit ist der Boss auch erledigt. Also, Bosse ziemlich einfach, wenn man sich hier wirklich Leute ruft. Das ist dann wirklich sehr einfach. So, das ist aber auch schon in Gefahr. Ich würde ja gerne... Oh, was war das denn hier? Ultra groß Schwert. Aha. Ui, boah, was? Gewicht 22. Wahnsinn. Ja. Aber trotzdem, für mich bleibt uns ja erstmal nichts anderes übrig, uns mal wieder unsere helle Bade zu nehmen. Und dann auf keinen Fall Partie beenden. Wir schauen uns hier noch weiter um. Das. Da ist erstmal eine Kiste. Okay.
Pyromantieflamme und Feuerball. Ja, wunderbar. Das wollte ich doch. Kein Gewicht, das ist cool. Feuer A. So. Was ist das jetzt? Ups. Wir fahren weg. Cool. Der steuert. Wo kommt der Wind her? Na gut, es ist ein Geisterschiff. Geisterschiffe dürfen so fahren. Ein neues Gebiet. Geschafft. Warum sind hier so viele, die sich hier umgebracht haben? Hahaha, das sind Nachrichten unter Wasser. Die Schweine. Ich möchte eigentlich nur zu dem Leuchtfeuer. Wer ist denn hier gestorben? Ja, der Aufzug war nicht da und er ist runtergefallen. So, Aufzug hoch. Nein, nicht wieder. Achso, nee, ich habe die Tür geöffnet. Okay. Wo sind wir? Ich möchte eigentlich nur ein Leuchtfeuer. Mehr möchte ich nicht. Verlorene Festung. Bestie. Alltägliche Furcht. Für Schurke. Was? Links Leuchtfeuer. Ja. Wunderbar. Einmal kurz rasten. Und jetzt gucken wir mal, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Das Leuchtfeuer gehört zur verlorenen Festung. Aha. Niemands Werft haben wir nur das eine Feuer gehabt. Krass, das haben wir so geschafft. Nicht schlecht. Ich einmal gestorben. Ja, und hier haben wir uns sowieso nicht richtig umgeschaut. Aber noch. So. Okay. Wir reisen einmal nach Manjula, machen ein bisschen Levelaufstieg, ein bisschen Waffen stärken, soweit möglich. So, wir hätten gerne... Is that a shard you found? Here, let me see it.
so that I may help you to see light, to see hope, however faint it might be. Stimmt, wir hatten noch eine Scherbe. Damit haben wir 5 Flakons. So, eine Pyromantieflamme haben wir. Dafür brauchen wir aber einen Zauberslot. Den kriegen wir erst ab 10 und oh, das ist so teuer. Alter, ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Ich will schon gerne haben. Ja, komm. Okay. Haben wir noch irgendwo... Oh ja, ach, guck mal, wir haben ganz viele Seelen. Das ist 800, glaube ich, ne? Ja, wir brauchten 4000. Reicht das schon? Ja. Das reicht. So, damit hätten wir einen Slot. Wunderbar. Und dann Zaubereinstellung. Explosive Wucht haben wir nicht. So, Pyromantie braucht nur einen Slot. Feuerball. Ja. So, und jetzt müssen wir natürlich... Ne, die Flamme haben wir schon. Nehmen den Bogen mal raus. Obwohl, ne, den Bogen lassen wir auch drin. So, hab ich ja auch nichts. Ja, funktioniert. Und die könnten wir jetzt noch aufleveln. Bei dem Zauberer. I knew you'd be around. Und hier fehlt uns ja, genau. Ja, das wollen wir ja nicht verstärken. Sondern das auch nicht. Langsam wird es unübersichtlich. So, hier. Glitzerndes Titanit haben wir immer noch nicht. Das Bastardschwert brauchen wir nicht verstärken. Ultra Großschwert, ja gut. Fehlt uns noch Kettenbrecher. Wo ist denn mein anderes Schwert? Hm. Achso, das ist kaputt. Große Titanitscherbe. Habe ich nicht. Hm. Schade. Aber reparieren. Hm. Nicht genug. Ah, dann benutzen wir nochmal hier so ein paar kleine Seelen. Wow. Das war wirklich sehr klein. So, das reicht. What? What? Was willst du? Zerbrochenes, was ist das denn? Nein, das will ich doch gar nicht. Ich will das reparieren. 1400 kostet die Reparatur. Na, okay. Müssen wir aber machen, sonst haben wir nur eine Waffe, eine vernünftige. Nutzen wir die. Das ist 1800. Dann nutzen wir noch. 1400 war das, ne? So, das reicht. You again? Ja, ja, ja. Und müssen wir in Zukunft aufpassen, das ist ja echt teuer. I'll be around, if you make it back. You again? Ja, ich wieder. Ich würde mich ganz gerne für den Rest, wie immer, noch ein paar Pfeile kaufen. So. I'll be around, if you make it back. Die helle Bade will ich nicht. Ich will...
Ich hab doch... Welche Seelen habe ich denn jetzt hier schon eingesammelt? Das sind doch hier so große Seelen, oder nicht? Jetzt ein Riesen, des Erfolgers. Drachenreiter. Den Wachenseele. Drachentöterseele. Hm. Oder? Ich habe bis jetzt noch einen Schmied gefunden. You again? Ja, ich glaube, da muss man wieder erst eine Waffe auf ein bestimmtes Level bringen und dann mit der Seele kann man dann bestimmt eine schöne Waffe. Don't waste my time. Ist natürlich wieder schwierig, das selbst rauszufinden. Okay. Ja. Voraus. Schwäche, Mann. Ich würde ja gerne. Wie kommen wir denn da hin? Gibt es denn da jetzt einen kurz? Die sind ja. Obwohl, vielleicht sind die ja die meisten weg. Das müssen wir mal nachschauen. Nein, da war schon richtig. Ha. Nö. Kommst du denn? Den Stein wollte ich doch jetzt gar nicht benutzen. Ist aber nicht mehr da. Nee. Der ist nicht mehr da. Der wird vermutlich jetzt auch irgendwo in Manjula sein. Da gehen wir doch noch mal gucken, weil ich würde ja gerne die Hand. Ach, jetzt aber ausprobieren können. Das machen wir doch mal eben noch. Tänzen wir jetzt so. Was hat denn der auf uns geschmissen? Cool, wir machen Fußstapfen im Sand. Na, das ist ja schon mal ganz nett. Aber auch nicht mit jedem Fuß. Naja, gut. Wollen wir nicht zu kleinlich sein. So. Ich würde die gerne aufleveln, die Pyromantie-Flamme. Zu glänzen. Okay. Gucken mal. Da wäre der Herr Zauberer. Jetzt irgendwo hier ist. Möglich wäre es ja. Denke ich eher nicht.
übrigens auch sehr witzig hier, die Tafel. Was haben wir denn da? 19.795.645 Tode weltweit. Wir achten mal auf die letzten drei. 669. 688. 693. Es wird hier im Sekundentakt gestorben. Ach, Sekunden. Millisekunden. Oh, hallo again. Nö. Der hat nichts Neues. Well, I do hope I see you again. Ja. So, hier eine Kiste, da waren wir auch schon dran. Hier ist auch keiner. Katze vielleicht. Da ist die Katze. Oh. No, you do have a type. Okay. Nothing suited you, I presume. Well, that's dismaying. Da waren die komischen Schweine. Da gehe ich nicht hin. Die halten irgendwie viel zu viel aus. Tja. Zauberer sehe ich hier leider nicht. Ja, vielleicht dauert das auch, bis der das nächste Mal hier auftaucht. Oh, oh, die Schweine kommen. Gut, wegsetze. Gut, dann machen wir hier an der Stelle einen Cut. Muss nur auch langsam mal ins Bett. Es wird nämlich langsam spät. Morgen ist wieder Arbeit angesagt. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2. Bis dann. Tschüss.